Hallihallo. Ja, weiter geht's. Schauen wir uns an, wie es aussieht in puncto Liebe. Wenn du also für einen Herzensmensch, eine Dualseele, einen Seelenpartner, ein Schnuckiputzi schaust, schau, ob die hier auf diesem Kanal für dich ein paar wertvolle Impulse mit auf den Weg bekommst. Ich schaue mir dein Gegenüber an heute. Was ich morgen mache, gucken wir dann. Heute werfe ich den Blick auf dein Gegenüber. Das kann dir dazu verhelfen, deinen Otto, der wird hier liebevoll Otto genannt, wiederzuerkennen und ja, deine Schlüsse daraus zu ziehen. Kommt dir das aber alles nicht so wirklich bekannt vor, dann befindest du dich vielleicht auf einem ein wenig anderen Weg als das Kollektiv, das ich hier um mich herum versammelt habe, für das ich sehr dankbar bin, wo ich auch jetzt nochmal sagen möchte, schön, dass es euch gibt. Wir fangen jetzt mal an zu gucken und bevor ich das tue, eigentlich bin ich nicht so von der Sorte, dass ich lang vorne weg rede, aber wenn ich nichts sage, können das nicht wissen. Ne, der Shop ist wieder voll. Ich habe eine Sommerkollektion gemacht. Es leuchtet und funkelt. Wer Spaß dran hat, schaut euch gerne um. Sonst ist wieder so viel weg. Ich muss es sagen, sonst weiß es keiner. Fangen wir mal an. Otto, wie bist du drauf? Wir reden jetzt von den nächsten 24 Stunden. Otto ist auf dem Weg, die Liebe anzunehmen. Was auch immer das heißen mag, welche Schlüsse daraus folgen. Ich hoffe, wir bekommen was raus. Aber er hat begriffen, ne, dieser Baum da, der ist schon sehr, sehr, sehr alt. Man sieht das. Ne? Das ist eigentlich eine wunderschöne Karte. Das ist das Naturgeister-Orakel von Angela Hartfield und Josephine Wall. Das ist eine alte Verbindung, die dazwischen euch besteht. Und das weiß er und das weißt du. Und bei dir sieht man schon, dass du farbig, also dass du Farbe bekommen hast. Ne, das sieht schon relativ realistisch aus. Er ist noch so ein bisschen versteinert oder verhölzert oder wie eine Statue, aber er wacht zum Leben. Dadurch, dass du so viel Liebe gegeben hast, fängt er wirklich an, sein Herz zu öffnen, dass er so starr war und so hart war und so kalt nach außen sich gegeben hat. Er kann, glaube ich, nicht länger widerstehen und mit den Schwingungen, die gerade im Universum unterwegs sind, ja, wird auch jetzt hier Schwung in die Bude kommen. Es kann für einige bedeuten, dass die Spreu vom Weizen anfängt, sich zu trennen. Manche, die sind vielleicht wirklich da in was reingaloppiert und haben sich in was verrannt, aber die meisten, die da plötzlich dieses Empfinden hatten, ich habe da meinen Seelenpartner getroffen und die einfach das Empfinden haben, diese Verbindung ist total besonders und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ja, die können eigentlich davon ausgehen, dass der Otto jetzt langsam lebendig wird. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Wir suchen uns noch ein weiteres Motto von den Seelenpartner-Orakelkarten. Wie sieht er das Ganze? Sprich die Sprache der Liebe. Liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern, auch deins. Sprich die Sprache der Liebe. Na, ihr seid miteinander verbunden. Du darfst dich jetzt an dieser Stelle hinterfragen, wo stehst du mit deinem Herz allerliebsten? Bist du diejenige, die mit liebevollen Worten nochmal die Brücke in seine Richtung schlagen darf? Oder traut er sich schon und ist wirklich in der männlichen Kraft angekommen, sodass er keine Schwierigkeiten hat, auf dich zuzugehen. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass in den nächsten 24 Stunden für viele nochmal eine sehr liebevolle Kommunikation ansteht. Der Otto sucht das Gespräch. So kommt mir das an. Welches Krafttier haben wir denn für ihn? Ich mache heute so ein Durcheinander-Wuschels. Welches Krafttier symbolisiert ihn? Bitte nur eins. Das Meerschweinchen. Das Meerschweinchen. Trage zur Erleuchtung des Universums bei. Ja, wir hatten mal ein Meerschweinchen, aber ich muss jetzt gestehen, Schande über mein Haupt.
Ich habe eigentlich in meinem Leben immer Tiere gehabt, aber Meerschweinchen, die haben jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten gezählt. Die sind zwar süß und die machen auch Ü-Ü-Ü oder irgendwelche komischen Geräusche, aber irgendwie so richtig habe ich den Draht zu Meerschweinchen, Kaninchen und sowas nicht finden können. Bei mir ist eher Hund, Katze, Pferd der Favorit, aber das ist ja auch egal. Ich möchte gerade mal eben wissen, warum. Das ist die Karte der Liebe. Deshalb musste ich jetzt hier mal ins Buch gucken. Allein dadurch, dass du sie anschaust, verbindet sie dich energetisch mit dem Meerschweinchen und über sie mit dem kosmischen Herzen. Sei offen für das Empfangen von Agape. Was ist das jetzt? Werdet ihr mir erklären? Es geht einfach darum, dass die Liebe aus dem Herzen fließen soll und diese Karte das wohl symbolisiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ein süßes Tierchen, aber da wäre ich jetzt so auf den Moment nicht drauf gekommen. Jeder, der irgend so ein Deck entwirft, der hat da so, ne, der ist ja gestrickt, wie er gestrickt ist. Vielleicht springt euch die Karte mehr an als mich. Es ist auf jeden Fall, die Liebe wird fließen und ihr steht einfach unter göttlichem Schutz. Ihr habt vielleicht einfach mehr Schweinchen als andere. Ja, dann gucken wir jetzt mal weiter. Und zwar möchte ich einen Spoiler machen, damit ich hier euch nicht zu lang was erzähle. Eine Überschrift für deine Kurzgeschichte. Und eine Überschrift für das Ottilein. Also für dich ist die Seelenwahrheit und der Mut hier rausgehüpft. Du darfst deiner Seele vertrauen, sie führt dich. Das wissen die meisten auch, auch wenn der Kopf sich schon mal vor das Herz schiebt. Das ist dann so der alte Selbstschutz, der noch in einem ist. Und manchmal muss man den Kopf auch einsetzen, was meine Meinung ist. Und da höre ich immer noch so viele einen Riegel vorschieben, so von wegen, ich kenne ja meinen Wert. Ja, und gerade weil ich meinen Wert kenne, bin ich flexibler und flexibler, was die Liebe angeht. Ich sage kein Ja, wo ein Nein im Raum steht, aber ich kann das anders formulieren, ohne unauthentisch zu sein. Der Mut ist auch eine Überschrift, die mit rausgesprungen ist für dich. Wisse, dass du nicht perfekt sein musst und auch nicht perfekt sein kannst. Erst Übung macht den Meister. Nee, und wenn wir perfekt wären, ich glaube, das wäre ziemlich langweilig dann. Ich weiß es nicht. Er hat die Verletzlichkeit, erlaube dir nur wenig sichtbar zu sein und dich zu tarnen. Ach was. Der Otto erlaubt sich nur wenig sichtbar zu sein und sich zu tarnen. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, warum tut er das? Das ist nämlich der Grund, weshalb die Karte da gefallen ist. Weil er eben diese Verletzungen noch mit sich rumschleppt. Und in vielen Fällen ist es so, dass du unbewusst ein Thema in ihm getriggert hast. Deshalb zieht er sich zurück, nicht um dich zu ärgern und auch nicht um dir was zu wollen. Er macht das wohl gerne so, dass er dir dafür versucht, den schwarzen Peter zuzuschieben. Du bist dann diejenige, die einengt. Du bist diejenige, die was falsch gemacht hat. Du bist diejenige, die immer kritisiert und, und. Ja, vielleicht bist es auch noch, ohne es dir bewusst zu sein. Aber wenn er sich zurückzieht, dann hast du auf jeden Fall das Salz in die Wunde gestreut, die noch nicht wirklich heile ist. Jetzt nehme ich den Kartensalat und dann lasse ich es mal so stehen. Eine Reihe, eine Kurzgeschichte für dich. Das Kollektiv fasst sich immer kürzer. Das ist nicht schlecht, weil das Herz regiert in puncto Liebe. Das ist hier als allererstes rausgehüpft.
Und die Sense, das ist auch wunderschön, hackt hier in die Ruten. Das heißt, Kommunikation gerne, Streitgespräche, nein, danke. Du bist nicht mehr in dem Modus, dass du dich da, ne, erklären musst, dass du ja, kämpfen musst, damit dich jemand sieht. Du weißt, dass du gesehen werden kannst. Du weißt auch, dass der Otto dich sieht und tut das gerade mal nicht und versucht, dich da als Punching Ball zu benutzen. Ja, mit einem flotten Spruch kriegst du den dann relativ flott wieder auf ein Level, was angenehmer ist. Ja, und es sieht wohl so aus, dass dieser Rückzug, also manche ziehen sich dann auch zurück, wenn der Otto nochmal im Kampfmodus um die Ecke kommt. Aber hier scheint so ganz unerwartet eine gute Chance auf dich zuzukommen. Unter Umständen eine Reise, egal was, es wird einen guten Ausgang in der Liebe geben. Dann lass mal die einfach mal da liegen. Die liegen doppelt und dreifach in dem Deck und dann frage ich mal, was der Otto denn so vorhat. Was geht in ihm vor? Er knickt hier erstmal die Karten. Er knickt das innere Kind. Das innere Kind hat einen Knick gekriegt. Ja, vielleicht wollte er da was zuschlagen. Warte, ne? Also hier ist das neue, das Kind rausgefallen. Das kann für Neustart stehen. Es kann aber auch sein, dass er gerade sein inneres Kind da nochmal bearbeitet. Was da nämlich ne, immer Radau schlägt, ist genau das. Und bevor das innere Kind nicht geheilt ist, bin ich mir sicher, wird man keine Partnerschaft führen können, wo man wirklich auf Augenhöhe ist und ja, nicht die Vergangenheit mit in eine Partnerschaft trägt. Otto kriegt Erkenntnisse, da kommen Klarheiten, das Universum unterstützt vielleicht in Form von Träumen und es kommt ein kleines Glück auf euch zu. Und das kleine Glück ist eigentlich das, was zählt, weil, ne, wenn du alltägliches Glück hast, das ist was, das kann man sehr schätzen und lass gucken, ja, was er wohl hat in der nächsten Etappe hier ist, dass er sich mit dem Thema Arbeit nochmal auseinandersetzen muss, weil das, was er gerade macht oder das, was an Projekten geplant ist, das macht ihn nicht wirklich glücklich. Und was hat er für eine Hoffnung? Der möchte auch auf die Reise gehen. Vielleicht reist er zusammen irgendwo hin. Er fühlt sich auf jeden Fall an der einen Seite pudelwohl und ja, er wird schon so seine Maßnahmen ergreifen, um deine Nähe zu suchen. Ich lasse es mal so stehen. Lass mal liebe Grüße da. Bedanke mich bei allen fürs Liken, fürs Kommentieren und fürs Abonnieren. Ja, und wenn er möchte, sehen wir uns bald wieder. Bis dann.